Hola, jetzt ist schon die Wertung. Mach das nicht mit mir. Mach das nicht mit mir. Ein skrupelloser, hinterhältiger, verlogener Lügner. Hast du ein Gesicht, du Lutscher, du Dreckiger? Du hast genau bis heute um 12 Uhr Zeit. Guck mal, nur weil ich nicht ein ehrenloser Köter bin, wie du es bist. Ich schwöre auf meine Mutter, du hast bis 12 Uhr Zeit, dich zu entschuldigen dafür. Werde ich dir so in die Fresse hauen, dass du vergisst, ob du Männlein oder Weiblein bist. Ich werde dir so in die Fresse hauen, ne, dass du vergisst, aus welchem Land du kommst. Ich werde böse Mann ficken. Ich werde ihn ficken. Ja, Freunde, die Kacke scheint diesmal wirklich anders am Dampfen zu sein, denn es gab ein Face-Off zwischen Manuelsen und Bösemann und der ist komplett eskaliert, also wirklich komplett. Und danach gab es noch Statements, die haben sich gegenseitig als Lügner betitelt, plus es kam sogar so weit, dass man auf Mutter ging, was absolut ehrenlos ist. Das wird eine Schlacht am 6.5. Wir gönnen uns das Ganze komplett chronologisch, würde man sagen, auf entspannten, zurücklehnenden Hasen. Let's go! Komm, was Seid vernünftig, ich bin runtergekommen, ihr Mann habt dir die Hand gegeben. Ja, was ist das mit dem Tisch? Und hier, was war hör auf damit, hör auf damit, ich bin ruhig gewesen. Setz dich hin, erzähl, mach deinen Vortrag, mir ist egal. Was gibt's da für gute Spiele? Das? Nein, also. Zocken wir auf dem Handy oder zocken wir hier? Eine Ausdauer. Hau mal das Handy weg, ey. Das ist diese Respektlosigkeit. Hier sitzt doch kein Kind am Tisch. Was soll der Scheiß? Du bist doch nicht hier rumzocken, Mann. Was soll denn hier? Ich bin alte Schule. Wenn ich mit deinem Mann rede, dann will ich, dass er mir in die Augen guckt. Wenn er mir die Hand gibt, muss er die Hand drücken. Da sind wir schon beim Jagen. Er hat gesagt, er jagt mich durch 8 Ecken. Und schauen wir mal, ob er nicht dann zu gejagten wird. Also mal gucken. Man hat sich jetzt dazu entschieden und wir machen das Ding jetzt auch. Aber alles andere da drumherum, das ist Wrestling und das ist nicht meins. Ich bin Boxer. Am 6. Mai gibt es die erste Ausgabe der Special Fight Series, das neue Konzept von GMC, in dem Promis und Profis in der Kampfsportart ihrer Wahl gegeneinander antreten können. Heute habe ich die Freude, den Main Event neben mir zu haben. Die beiden Hauptkämpfer werden sich im Boxen messen. Herzlich willkommen, Manuelsen. Herzlich willkommen, Bösemann. So. Ihr werdet die Boxhandschuhe überziehen. Und ich sag mal, so eine Animosität, die sich schon längere Zeit, über viele Jahre zieht, dann im Ring klären, beziehungsweise tatsächlich im Cage. Was haltet ihr davon, generell in den Cage zu gehen, nicht in den Boxring? Und ja, was haltet ihr von dem Konzept? Ich fange gerne bei dir an. Vater, bring mal mein Handy. Dann tipp mal auch mit dem Handy rum. Zu eurem Verständnis, ihr seht, Manuel ist an seinem Handy und ignoriert den bösen Mann. Wir sind ja direkt in den Talk reingegangen. Die werden jetzt gleich selbst auch erklären, warum er ihn so abweisend behandelt. Oder dazu hat Manuel selbst auch noch ein Statement hochgeladen, was wir uns gleich auch reinziehen. Da erklärt er alles, aber ich will die Kurzfassung machen. Die saßen am Tisch, böse Mann kam an, also Manuel saß an dem Tisch, böse Mann kam an und hat direkt den Tisch geschlagen. Und der Tisch ist voll gegen den Solarplexus von Manuel geknallt. So fing das Ganze an, was man hier nicht sieht, behauptet Manuel zumindest. Wir gucken mal weiter. Ganz. Was gibt's da für gute Spiele? Da? Nein, also. Zocken wir auf dem Handy oder zocken wir hier? Nein, ich denke, wir versuchen heute einfach miteinander ein bisschen zu reden, bevor der Fight dann sozusagen losgeht. Einfach um ein bisschen den Leuten zu zeigen, worum es geht und warum ihr generell in den Cage steigen wollt. Also, warum ich in den Cage steigen wollt, weil es hier ganz einfach Meinungsverschiedenheiten gibt und die werden einfach geklärt, ganz einfach. Die Zeiten vom Internet-Beef und Internet-Dinge sind vorbei. Weißt du, die Rapper hier, die beefen sich seit 20 Jahren im Internet. Ja, ich fick dich, ich mach dich, ich dies, das. Und dann chillen die wieder zusammen, was weiß ich. Die Zeiten sind vorbei. Schluss damit. Hast du völlig recht, denn ich denke auch, es spricht ja für euch tatsächlich, dass euch beide dann im Cage gegenüberstehen wollt und nicht jetzt, wie du schon richtig sagst, den Beef online hin und her. Manuelsen, sag uns doch gerne, wie es dazu kam, wie du es vielleicht vernommen hast. Ja, der erklärt das jetzt vielleicht, aber ich finde es gerade interessant, wie böse man einfach Beyblade mit seinem Handy spielt. Dass ihr euch dann im Boxen trefft und warum du angenommen hast. Das ist alles seine Idee, schon einfach nur zugestimmt. Dann machen wir es halt. Der Vorschlag kam von dir. Geh gerne drauf ein. Also wann ging es dir sozusagen durch den Kopf? Wann hast du gesagt, okay, lass uns einfach machen? Was denn? Gib mir lieber los. Genau. Also du weißt, was ich meine. Man muss ja irgendwann auf die Idee kommen, dass man sagt, wir mögen uns jetzt vielleicht nicht unbedingt. Okay. Und dass man den Schritt dann wagt und sagt, dann lass uns das ausklären, sportlich. Das ist ganz einfach zu erklären. Ich bin ein toleranter Mensch. Ich bin ein gutmütiger Mensch. Ja? Verantwortungsvoll. Ja? Mitfühlend. Okay. So. Aber irgendwann ist halt auch Schluss mit der ganzen Toleranz und der Gutmütigkeit. Ja? Und da bleibt dann nichts mehr übrig, außer hier die Sache dann so zu klären, ganz einfach.
Aber wie ich gerade schon sagte, spricht ja für euch, dass ihr es nicht, ich sag mal, auf der Straße oder wherever macht, sondern tatsächlich sagt, wirklich sportlich. Also die Boxhandschuhe anziehen, euch an Regeln haltet, euch an speziell die Runden und so weiter. Habt ihr euch das Konzept, Manuelsen, bist du generell vorbereitet? Also sprich aufs Boxen, willst du oder würdest du sagen, ich habe nicht von ihm zum Beispiel gehört, MMA war ja auch schon mal ein Vorschlag von dir. Nein, der will nicht. Der will nicht. Nein, der traut mir das nicht zu, dass ich dann runterkriege. Der sagt, hör zu mir, ich wiege 60 Kilo mehr wie du, wie willst du mich auf den Boden kriegen? Erzähl uns gerne, warum Boxen dir sozusagen besser liegt. Ich habe seit meiner Jugend eine langanhaltende Knieverletzung. Ich kann mein Knie nicht richtig anwinkeln. Mhm. Und wenn ich auf den Boden fallen würde, was dann einfach passieren kann, dann wäre ich klar benachteiligt, wieder aufzustehen. Deswegen, also verletzungsbedingt, kann ich keinen MMA-Kampf machen. Weil wenn ich es gemacht hätte, dann hätte ich auch schon lange MMA trainiert, weil ich finde MMA eigentlich sehr schön. Ne? Aber ich kann es halt einfach nicht machen. Aber kicken mit dem Knie, mit dem Bein kannst du, oder? Das kann ich, ja. Aber auf dem Boden brauchst du eigentlich keine Beine, deswegen kannst du es nicht. Ich kann schon langsamer aufstehen lassen. Ich kann zum Beispiel keinen Ground and Pound machen. Wenn du auf dem Boden bist, kannst du gar nicht mehr aufstehen. Da brauchst du, dann bring dir auch deine Knie nicht. In dem Fall, das Gute ist ja wirklich, wir messen uns ja, oder ihr messt euch nicht im MMA, sondern im Boxen. Lass uns doch gerne über das Boxen sprechen, Manuelsen. Du guckst ja gerne Boxen, du verfolgst den Sport, du verfolgst natürlich MMA, genauso wie ihr beide. Du hast ihn zum Beispiel in Aktion schon gesehen, du hast ihn im Sparring gesehen. Gib uns doch deine Meinung, was du denn erwartest. Man geht hier mit so einer Erwartungshaltung in die Fights. Ich hab keine Erwartungen. Ich mache einfach das Beste, was ich machen kann und dann mal gucken, ob es reicht. Ich gebe die Frage gerne direkt an dich weiter. Okay. Hast du von ihm schon was gesehen? Ja, natürlich. Er ist auf jeden Fall technisch, kann man sagen, überragender Boxer. Ja, also schon auf Weltmeisterniveau, das könnte man schon sagen. Um Gottes Willen. Nichtsdestotrotz wird das nicht ausschlaggebend sein für den Sieg, sondern da kommt es um Kampfgeist und Ausdauer. Wie hart ist der Mensch? Wie hart ist er im Leben? Und wie lange kann er diese Härte durchziehen? Das wird entscheidend sein. Ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, die Ausdauer, hätte ich natürlich auch mit der Frage sozusagen gleich euch zu Wort kommen lassen. Wie schätzt du deine Ausdauer? Hau mal das Handy weg, ey. Das ist diese Respektlosigkeit. Hier sitzt doch kein Kind. Ja, ihr habt die ganze Zeit gemerkt, er war nervös. Ihm hat das nicht gefallen, diese Respektlosigkeit. Was ich auch als Respektlosigkeit empfinde. Manuel hat zwar erklärt, warum er es gemacht hat. Wie gesagt, ziehen wir uns gleich alles in Ruhe rein. Aber er fühlt sich dadurch getriggert. Aber bezogen auf Ausdauer will ich ganz kurz was sagen. Wir haben ja gesehen, böse Mann, sein Kampf gegen Sinan G, er hat kassiert, er hat eingesteckt, er hat bis zum Ende nicht aufgegeben und sich geweigert runterzugehen. Was die Nehmerqualität und Ausdauer angeht, spielt er ganz weit oben mit. Obwohl er schon in der zweiten, dritten Runde keine Luft mehr hatte, hat seine Willenskraft ihn bis zur letzten Runde quasi oben gehalten. Von daher in dem Punkt kann es sein, dass er da vielleicht dem Manuel überlegen ist, aber technisch ist Manuel halt besser als er. Kind am Tisch, was soll der Scheiß? Du willst doch nicht hier rumzocken, Mann. Für mich war es vorbei, wo du den Schuss so geschoben hast am Anfang. Da war für mich Respekt vorbei. Ja, deswegen mach dein Ding einfach, alles ist gut. Nein, mal leg das Handy weg. Beruhig dich. Ja, natürlich, komm rein, du spielst hier mit dem Handy rum, was ist los mit dir? Ja, das ist doch okay. Ich komm hier rein, du spielst hier mit dem Handy, was ist los mit dir? Nein, du bist reingekommen. Geh nur hin oder her, weiß ich nicht, wir stehen uns hier gegenüber. Du bist reingekommen. Hier kommt kein Ding. Du kommst runter, gehst du mit dir an, du sitzt hier da mit dem Handy. Ja, du bist reingekommen, was hast du mit dem Handy rumeiert? Ist das das Handy, komm rein. Ich packe dich, ja. Hey, was los? Walla, jetzt nicht mit Wertung. Mach das nicht mit mir. Mach das nicht mit mir, Walla, mach das nicht. Sei vernünftig, ich bin runtergekommen, der Mann hat dir die angegeben. Ja, was ist das mit dem Tisch? Und hier, Hör auf damit, ich bin ruhig gewesen. Setz dich hin, erzähl, mach deinen Vortrag, mir ist egal. Yalla. Setz dich da hin, mach deinen Vortrag, Walla, reg uns nicht auf. Ich bin anständig gewesen. Du hast mit der Scheiße angefangen. Ja, weil du da sitzt so mit dem Handy. Ja, nachdem du mir den Tisch hier vorgehauen hast. Und ich hab den Anstand gehabt und hab nicht mal was gesagt dazu. Deswegen mach einfach. Bleib ruhig, wir sind nicht beim Universum hier. Bleib ruhig. Schnell dich das Handy, Respekt, guck hier. Mach das Handy weg. Hier, kein Problem. Jungs, lass uns vernünftig über die Sache reden. Kein Problem. Wenn ich mit meinen Leuten am Tisch sitze, hat keiner von uns Handy. Kein Problem. Das ist doch keine TikToker, Alter, wo hier mit Handy rum. Aber Ali, das ist doch cool. Mach das Handy weg, komm. Komm, hier. Alles gut. Passiert. Jetzt haben wir uns ausgesprochen. Manuelsen, gib uns doch deine Sicht der Dinge. Wie schätzt du deine Kondi ein? Ich kann ja in den Raum werfen, es sollen ja 5 Runden offiziell angesetzt sein. Wie schätzt du das Ganze ein? Wie gesagt, ich gehe meinem Training nach, meinem Trainer Bekin und meinem anderen Trainer Karim. Und dann, was die Strategie von denen ist, so ziehen wir das durch bis zum Kampf und dann gucken wir am Ende, ob es reicht oder nicht reicht. Also, you never know. Das war you never know. So ist das, wenn man in den Fight zieht. Ansonsten so stilistisch gesehen. Ja, natürlich. Ja. Das ist so, wie man in den Krieg zieht. Sobald du die Uniform anhast, bist du eigentlich schon mit deinem Fuß im Grab. Das ist halt einfach so. Das stimmt, die Mentalität muss stimmen, bin ich ganz bei dir. Vom Stil her, wenn man sich so ein bisschen eure Körper, sage ich mal, anschaut, auch die Gliedmaßen und so weiter, kann man ja jetzt vermuten, dass er höchstwahrscheinlich so ein bisschen die Reichweite haben wird. Du bist der ein bisschen kleinere, bulligere Fighter mit viel Schlagpower, man hat es ja auch gesehen in deinen letzten Boxfights. Als Kämpfer bzw. als Boxer geht man ja so in den Kampf und visualisiert ein bisschen. Man stellt sich ja vor, wie es läuft. Was glaubst du, wie wird der Kampf verlaufen?
Ja, lass uns auch überraschen, würde ich sagen. Ich bin das Einzige, was ihm bleibt, ist, wie Mike Tyson zu kämpfen. Peekaboo-Style. Allen auszuweichen und dann rein von der Seite, so im Bauch etc. ab, wo man vielleicht nicht so abgehärtet ist als Nicht-Profi. So, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich bin flexibel. Ich bin flexibel. Flexibilität ist gut. Meine Unfitness ist nicht. Ich kann mich nur immer wiederholen. Ich tue mich schlecht in so Festlegungen. Ich mache mein Training. Ich gehe in das Octagon in dem Fall und erledige meinen Job, den ich zu tun habe. Und dann am Ende gucken wir, ob es reicht oder nicht reicht. So. Was ausgeht oder wie es ausgeht oder was mir entgegenkommt oder nicht, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich weiß nur, was ich mitbringe und das war's. Also du guckst, was kommt, ähnlich wie du auch gesagt hast, man geht dann rein und gibt dann erstmal alles. Den Cage hat er angesprochen, das Octagon sozusagen. Du hast ja vorher schon im Ring geboxt, jetzt ist es sozusagen der Cage, der ein bisschen variabler ist, ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum bietet. Was glaubst du? Ich habe schon Cage-Erfahrungen hinter mir, das heißt, ich fühle mich im Cage eigentlich wohler. Nur halt nicht boxen, sondern das ist halt schon MMA-Geschichte gewesen. Es war lange her, aber es ist auf jeden Fall angenehmer, es ist besser. Auf jeden Fall. Es ist runder halt. Man hat eine Wand. Man hat eine Wand, wo man den Gegner hinpressen kann. Beim Boxen, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist eine neue Frage. Im Cage habe ich noch nie geboxt. Also nur klassisches Boxen. Das Thema, was wahrscheinlich jeder ansprechen wird, ist, beim Boxen kannst du den Gegner stellen, sozusagen in der Ecke. Beim MMA hast du halt die Möglichkeit, immer so ein bisschen rauszukommen. Siehst du das eher so als Vorteil, sprich der Bewegungsspielraum, der größer ist? Oder glaubst du, es ist umso anstrengender, weil man theoretisch dem Gegner eher hinterherlaufen müsste? Ich kann laufen. Dem Gegner hinterher. Ja, da sind wir schon beim Jagen. Ja. Was ist los mit dem? Ist voll aggressiv. Ja klar, die Situation war angespannt, aber er ist wirklich sehr hibbelig da in dem Video. Man merkt ihm das an, dass er sich zurückhält und eigentlich eher platzen will. Ja. Lieber Manuelsen, der wollte mich ja jagen. Hat er gesagt, der jagt mich durch 8 Ecken. Und schauen wir mal, ob er nicht dann zu gejagen wird. Aber mal gucken, oder? Magst du uns gerne deine Reaktion dazu geben? Jäger, Gejagter, Octagon, die Größe? Das ist Videocontent gewesen. Internet, mach einen lustigen Spruch. Ich habe einen lustigen Spruch gebracht. Hat nichts mit der Realität zu tun. Die Realität sieht tatsächlich anders aus. Gib uns vielleicht deine Sicht eben zum Octagon selbst. Also wie schätzt du es für dich ein? Also von der Bewegung, wie gesagt. Ist auf jeden Fall größer, ne? Aber trotzdem, um in die Distanz zu kommen, dass man getroffen wird, muss man trotzdem auf die gleiche Distanz ran wie im Ring auch. Na, gucken wir mal. Also du hast gerade gesagt, positiv, du siehst es positiv, der Cage spricht dich eher an. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Lass uns doch vielleicht dann einfach in die Zukunft schauen, im Sinne von, wenn du reingehst in den Fight, was wird dein Ziel sein? Was wünschst du dir, was passiert sozusagen? Ja, ich gehe da rein und mal gucken, was du dann, wie er mich abholst. Die gleiche Frage gebe ich weiter. Der ideale Finish für dich, wie soll der Abend enden, wenn du wählen könntest sozusagen? Der mehr getroffen hat, gewinnt, was soll ich dir sagen? So, ganz einfach. Ich tue mich schlecht damit, so diese Wrestler-Attitüde zu bringen. Ja, dieses Wrestler-Gerede so. Weil ich mag das nicht. Weißt du, deswegen, das Ding steht jetzt fest. Das ist da. Und wir haben 6 Wochen Zeit, 8. Und 8 Wochen stehe ich da. Und mein Gegner steht auch da. Und dann gucken wir. Befürchtet einer von euch beiden, dass es nicht dazu kommen wird? Oder seid ihr safe? Bei höherer Gewalt, bin ich machtlos. Alles andere ist. Amen. Das Ding ist gelaufen, fertig. Okay, er gibt sein Go. Hört sich schon mal sehr gut an. Ja, ich schätze die beiden jetzt auch nicht so ein, dass irgendeiner von denen den Schwanz einzieht. Das sind 2 stabile Männer. Ich sehe hier die Vorteile wirklich eher bei Manuel, weil er 30 cm größer ist, plus halt dementsprechend mehr Reichweite hat und auch noch einiges mehr wiegt wie Bösemann. Aber Bösemann hat die Willenskraft und auch sehr, sehr viel Ausdauer, wie man halt sehen konnte in früheren Kämpfen. Erzählt uns vielleicht nur kurz, warum es in der Vergangenheit, es sollte ja schon mal feststehen, dass sie gegeneinander kämpft, warum hat es da nicht geklappt? Ganz einfach. Ich bin alte Schule. Wenn ich mit deinem Mann rede, dann will ich, dass er mir in die Augen guckt. Und wenn er mir die Hand gibt, muss er die Hand drücken. Das ist so. Weil ich, wenn er es nicht macht, fühle ich mich erniedrigt. Aber eine Frau gibt man auch wie eine Frau, also die Hand wie ein Mann. Und das gleiche ist auch beim Wort. Wenn man sein Wort gibt, dann muss man auch sein Wort stehen. Bei uns Albanern, wir sterben für das Wort. Okay? Er hat mir sein Wort gegeben, hat sein Wort nicht gehalten, es ging um eine Sache, genau. Und da war für mich das Ding gelaufen. Für ihn ist es eine Kleinigkeit oder gar nichts. Ich nehme sowas ernst. Das ist aber bei den meisten Rappern so, weiß ich mal. Das ist irgendwie Mode, diese Rap-Szene ist das Mode, dass man hier irgendwie im Internet dumm rumlabert. Ja, Bruder, alles gut, einmal mein Wort, aber das ist dann, sobald das Ding zu ist, ist es vergessen. Zu eurem Verständnis, es geht also immer noch darum, dass Manuel ihm mal angeboten hatte, zu ihm zu fahren und bei einer Platzachsfolge mitzumachen.
Öffentlich hatte er das gemacht und hat es nicht eingehalten, sein Wort, und dementsprechend ist Böse halt sauer auf ihn. Ja. Und da sind wir beim Ursprung bei dem ganzen Ding und warum ist jetzt hier endet. Genau, so, das hat sich dann hochgeschaukelt. Ich weiß jetzt nicht mehr die Details. Und jetzt sitzen wir hier, ganz einfach. Und am 6. Mai sind wir dann im Cage. Ganz einfach. Das passt. Du hast dein Go gegeben. Du hast gerade gesagt, Armin, du bist absolut damit einverstanden. Also wir gehen alle davon aus, dass es hoffentlich eine gute Show wird, aus Zuschauersicht natürlich. Eine letzte Frage zum Abschluss habe ich noch. Wenn der Fight zu Ende geht, ganz gleich wie er endet, kann man davon ausgehen, dass der Beef sozusagen durch ist, dass ihr euch die Hand gebt? Wie schätzt ihr das ein? Realistisch? Auf keinen Fall würde ich mit dem unter die Dusche gehen. Ich glaube, das verlangt auch niemand. Aber wie also, schätzt du es ein? Wenn ihr euch sozusagen fair gemessen habt, dann ist die Sache gegessen. Ja, irgendwie ist es gang und gäbe. Das ist bei sich, nachdem sie sich prügeln, dann plötzlich unter der Dusche wiederfinden, eingeschäumt. Nee, das passiert nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Er hat sich da lustig gemacht über Sinanji und Mo Abdallah. Sie zeigen. Ja, Manuelsen, vielleicht nochmal an dich die Frage zum Thema Beef. Du hast ja seine Sicht schon gehört. Es gab ja auch so ein bisschen, ich sag mal, Parodien im Netz. Jeder hat so ein bisschen seine Meinung hergegeben, du unter anderem natürlich auch. Heute ist es ja wirklich ernst, wie man merkt. Und willst du vielleicht dazu was sagen? Und gleichzeitig auch im Hinblick auf den Fight, warum heute sozusagen es anders ist. Wie gesagt, das Internet ist immer eine Sache. Man kann im Internet seine Späßchen und seine kleinen Attacken machen. Das ist auch vollkommen legitim, ist okay. Aber jetzt in diesem Fall ist es halt in Anführungsstrichen ernst und deswegen sollten wir es auch lieber da belassen. Ne, weil ich habe ein Problem damit, wenn dieser klassische, schöne Sport so in eine Parodie geschmissen wird. Ne, deswegen will ich auch hier jetzt keine großen Kampfprognosen oder ob ich jetzt voll der Fachmann hier bin, weil ich bin kein Profikämpfer, das überlasse ich anderen. Ne? Und man hat sich jetzt dazu entschieden und wir machen das Ding jetzt auch. Ne? Hat er sehr, sehr schön gesagt, weil man hat ja mittlerweile beim Boxen dank Universum und anderen Events das Gefühl, dass Boxen immer mehr zu einer Art Wrestling wird mit Background-Geschichten und schaukelt sich hoch, man will die ganze Soap miterleben vom Anfang bis zum Ende. Das fing ja zwischen denen an vor einem Jahr und endet dann am 6.5. im Ring, im Cage sogar, wo die dann boxen. Das sind halt wieder neue Gefilde, die betreten werden und man baut darum herum halt eine komplette Geschichte auf und zieht dadurch halt mehr Zuschauer. Also ich feiere es grundsätzlich, aber er hat da keinen Bock drauf, seinen Teil dazu beizutragen. Aber alles andere da drumherum, das ist Wrestling und das ist nicht meins. Ich bin Boxer. Hobby, okay? Und Profi, den Profis überlasse ich das. Stare down, mehr down, Wiege, Waage, Fotos, dies, das. Die haben diesen Ruhm verdient. Weil die machen Weight Cut, die verlieren 20 Kilo in 2 Wochen und machen das und dies und das. Diesen Leuten gebührt Respekt dafür. Und sich jetzt hier hinzusetzen, nur weil man 1, 2, 3 gerade Hände hauen kann, jetzt hier auf Profi sich ständig macht das, ich mach das. Da bin ich ein bisschen zu bescheiden für. Ich möchte das nicht. Das Ding da steht, alles andere ist mir vollkommen egal. Content, dies, das, passt das. Ich weiß, die Leute von der GMC und von AAA, die brauchen das, weil das natürlich auch ihr Geschäft ist. Ne? Deswegen füge ich mich der Sache, ich mache mit, ich sitze hier, aber im Grunde genommen, ich trainiere, ich bin am 6. da, wir machen das Ding und danach ist gut. Das ist doch, ich denke, ein gutes Schlusswort. Ja. Das Thema Respekt will ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Also Respekt natürlich an euch, dass ihr euch erstens hier getroffen habt, euch gegeneinander, also face-to-face sozusagen getroffen habt, fair miteinander umgegangen seid und das Ganze dann im Ring bzw. im Cage dann tatsächlich dann als vernünftige Boxer dann so weiterführt. Ich danke euch. Sag mal, ist das der Zwillingsbruder von ihm, der genauso aussieht wie der Moderator, der am Anfang da war, wo Tische umgekippt wurden, aufeinander geschmissen wurden, wo die ganze Zeit auf Handy gestarrt wurde, wo man sich angeschrien hat? Ja, ganz fair war es ja nicht, aber das gehört halt dazu. Euch vielmals, wünsche euch nur das Beste für den Fight. Freue mich riesig drauf. Ich denke mal, ihr da draußen auch. Ganz viel Erfolg. In diesem Sinne, seid auf jeden Fall dabei. Am 6. Mai nicht verpassen die Special Fight Series von GMC. Alle weiteren Infos findet ihr unter dem Video. So, und damit wir uns jetzt ein wenig ersparen, gucken wir uns an, wie Böse Mann auf das Statement von Manuel reagiert, wo Manuel die Gesamtsituation erklärt im Stream. 2 Fliegen mit einer Klappe. Das erste Aufeinandertreffen zwischen mir und Manuelsen ist vollbracht. Man hat sich in der GMC Arena in Gelsenkirchen getroffen. Es gab so eine Pressekonferenz, es gab ein Face-Off und ich will jetzt erstmal dazu nichts sagen. Wir hören uns mal an, wie Manuel das Ganze hier erlebt hat und was er dazu sagt. Ne? Also er hat sich das ja natürlich nicht nehmen lassen, was auch sein gutes Recht ist, hier darüber direkt zu berichten und hier Promo mitzunehmen. Ne? Sei ihm gegönnt, ist ja kein Problem. Ja, ist ja normal. Also gut. Oder schwör. Oh mein Gott, ne? Ich bin seit 6 Tagen... Immer dieses Rumgeschwörerei, diese Rumschwörerei. Seid ihr so unglaubwürdig, dass ihr auf Gott, auf Familie, auf Kinder und auf alles... Seid ihr so unglaubwürdig, dass ihr das so auf so einem hohen Level schwören müsst? Habt ihr mich mal schwören hören? Ne? Jeden Tag. Ein paar Jungs haben gesehen, okay? Erste Mal in meinem Leben gesehen. Und ich bin ein Sportsmann, okay? Ich war am Trainieren so ein bisschen für mich, war ein bisschen so mein Dinger machen. Und dann kam er, saß da und ein paar Jungs haben gesagt so, ey, der ist da. Ist okay, alles klar. Bin ich vom Laufband runter, bin den ganzen Weg durch diesen riesen Apparat von Fight Club gelaufen. Bin auf ihn zugegangen, hab gesagt, Salamu alaikum, hallo, wie geht's? So, ich hab Fato als erstes gegrüßt. Ey, Fato, wirklich, den Fato mag ich. Fato ist ein ganz lieber Kerl, muss ich sagen. Wie ein ganz lieber Kerl. Hallo, Fato, wie geht's? Alles klar. Wie, also, nee.
Dankeschön, dankeschön. Der Vato ist Vato, aber ich bin böser Mann. Vergiss das nicht. Alles gut, Habibi. Dann habe ich ihm gesehen, habe ich gesagt, ey, ne, alles klar, ich halte meine Hand. Das erste, was er gemacht hat, ist meine Hand erstmal so zwei Sekunden in der Luft stehen lassen und dann hat er so eingeschlagen. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, das ist gelogen. Das war so nicht. Der kam von hinten, ich war im Gespräch mit den Veranstaltern, der kam von hinten und ohne Vorankündigung, ohne nichts irgendwie, stand er da und ich höre nur seine Stimme und drehe mich um und ich habe, ob das jetzt respektlos war oder nicht, ist dahingestellt, aber ich habe gelacht, man kann es auch freundschaftlich sehen, ich habe gelacht, so war das. Du musst bei der Wahrheit bleiben, Amigo, aber Wahrheit ist nicht so deine Stärke. Da war für mich der Kaffee schon auf, ne? Weil er ist aus Stuttgart zu uns ins Ruhrgebiet gekommen, ich bin ein Mann mit Anstand, ich gehe auf ihn zu, begrüße ihn und lässt meine Hand so zwei Sekunden in der Luft stehen und schlägt dann erst ein. Da habe ich schon einen maximalen, aber ich habe gesagt, okay, komm, jetzt kann ich verantwortlich von der Veranstaltung lassen. Ich hab gedacht, okay. Ja, dann schlag doch zu. Ich war doch da. Schlag doch zu. Scheiß auf die Veranstalter. Ja, alles klar. Dann kam Fable von der Seite. Habe ich Fable gesagt. Ich meine, der hat der Vater gesagt, der kennst du den? Ich meine, ja, das ist doch Fable oder nicht? Er meinte, ja, ich meine so, oh, lieber Junge, hallo, wie geht's? Alles klar? So, über die beiden konnte ich, Vater und Fable kann ich nichts sagen. Man vorkommt höflich nett, okay? So. Auf jeden Fall, da haben wir so ein bisschen gedreht, so ein bisschen gemacht, so ein bisschen getan. Und dann kam es zu dieser Pressekonferenz, okay? Pressekonferenz, ihr müsst euch vorstellen, da saß so ein langer Tisch. Ich saß an einem Ende, er saß am anderen Ende. Hier in der Mitte saß der Moderator, vorne die Kameras. Auf jeden Fall, ich saß vor ihm an diesem Tisch, hab so gewartet, richtig mit Anstand, mit FND. Ich war auch ganz alleine da, ne? Ich kann mir vorstellen, die haben erwartet so, ja, der kommt jetzt mit 1000 Jungs und kommt mit 1000. Ich hab gesagt, komm, ich komm ganz alleine, ne? Ich war ganz alleine da. Warum soll ich erwarten von dir, dass du mit 1000 Leuten da bist und... Für was denn? Für wen denn? Für mich oder was? Selbst wenn du mit 1000 Leuten da gewesen bist, was juckt mich das? Ich komme in deine Stadt, Amigo, was ist los mit dir? Und was... Ich weiß nicht, warum dieser Typ auf die Idee kommt zu sagen, hier in dem Stream zu sagen, ich hätte erwartet, dass er da mit 1000 Leuten rumeiert, um mich einzuschüchtern oder sonst irgendwas. Hey. Ja, das ist halt seine Meinung von dir. Kann ja sein, dass er das so dachte. Aber Bösemann tickt halt nicht so. Und abgesehen davon, dieses, ich komme in deine Stadt. Ich war schon in 1000 Städten. Ich war gefühlt in jeder Stadt, außer München, die es in Deutschland gibt. Also jede größere Stadt. Und jetzt, ich verstehe dieses, ich komme in deine Stadt nicht. Ich meine, wir leben hier immer noch in einem Rechtsstaat. Was soll denn passieren? Kriegst du vielleicht ein paar geballert und dann können die Leute erstmal schön blechen. Ey, mich haben ganz andere Sachen nicht eingeschüchtert. Und schon so ein Trampeltier wie du schon 10-mal nicht. Mit 100, mit 1000 Trampeltieren von deiner Sorte beeindrucken mich nicht. Und ich saß da so, hab mich da hingesetzt und dann kam der Moderator und meinte, ja, okay, alles klar, wir machen jetzt hier Pressekonferenz, wir reden so ein bisschen, stell dich mal Fragen. Ich hab gesagt, okay, ist gar kein Problem. Dann kam er rein, okay, und ich sitze genauso, wie ich jetzt hier sitze. Meine Hände so überkreuzt, so saß ich am Tisch. Was? Er kam rein. Was? Das Erste, was er macht, ist, bumm. Nee, das kann nicht sein. Hat er das jetzt echt gesagt? Hat er echt gesagt, ich sitze so da, Hände überkreuzt und respektvoll und sitze. Hat er das gerade so gesagt oder was? Ey, Wahrheit, Junge, Wahrheit, hast du überhaupt ein Gesicht? Hast du ein Gesicht, du Lutscher, du Dreckiger? Wie kann man nur so dreckig, so erbarmungslos, so unverschämt, ungeniert jemandem in die Fresse reinlügen? Das kann doch wohl nicht ernst sein. Der haut mir den Tisch vor meinem Solarplexus. Also ich sitze so, ich saß so. Ich weiß jetzt nicht, was Bösemann da auf Albanisch gesagt hat, aber ich habe mitgekriegt, ne, dass er wohl auf die Mutter gegangen sein soll von Manuelsen, was natürlich ein absolutes No-Go ist. Ich habe jetzt nicht verstanden, ob es diese Szene war, wo er so ausgetickt ist und irgendwas auf Albanisch gesagt hat. Vielleicht war da ein Wort dabei so mäßig, aber wir hören mal weiter. Der Tisch vor meinem Solarplexus gegangen. So ist er da gesessen, so. So wie eine Fotze ist er da gesessen auf dem Handy. Wie so diese kleinen Muschis, die ganze Zeit auf TikTok sind, die mit ihren Liebschaften hin und her schreiben. So ist er da gesessen, so. So. Langsam bleib mal bei der Wahrheit, du Pisser, du Dreckiger. Das Katran, das komm. Da. Komm, lüg weiter, komm. Ne? Da. Komm, lüg weiter. Hab ich mir schon gedacht, okay. Komm, guck mal. Weiter. Voila, wenn er jetzt das Falsche sagt. Rein. Du kannst nicht gespielt, ne? Rein, da, ja. Also, hey, da war nicht so schwer. Guck mal, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß hier. Guck mal. Was der Typ hier erzählt. Ey, guck mal. Das ist genau das. Diese Typen haben kein Gesicht. Die haben keine Scheu davor, einem ins Gesicht zu lügen. Okay? Das erste Aufeinandertreffen ist, ich fand das respektvoll. Er ist auf mich zugekommen. Er ist von hinten auf mich zugekommen. Ich hasse sowas. Aber ist okay. Es ist in Ordnung. Es gab genug Wege. Es gab genug Möglichkeiten. Er hätte außen rumkommen können. Von hinten ist okay. Er hat mich begrüßt. Ich habe kurz lachen müssen. Man kann es respektlos sehen. Aber man kann es auch freundschaftlich sehen, wenn man einen sieht. Hahaha. Weißt du, auf die Art. Verstehst du, wie ich meine? So, und das ist eine Ausrede, die er da bringt. Das glaube ich dem nicht. Der lügt. Das ist ein Lügner. Dieser Typ ist ein Lügner. Hier und heute weiß ich, dass dieser Typ ein skrupelloser Lügner ist. Dieses Trampeltier ist ein skrupelloser, hinterhältiger, verlogener Lügner. Streiten die sich jetzt darum, wie Manuelsen da saß, als Bösemann reinkam, ob er nun seine Hände über Kreuz auf dem Tisch hatte oder Handy in der Hand? Ich meine, jeder hat eine andere Auffassung von Respekt und wie man da sitzen sollte. Aber ich meine, wenn da einer sitzt und wartet auf einen anderen, dann hat er
auch mal ein Handyflash in der Hand. Also das erlebe ich tagtäglich. Ich meine, nicht jeder ist so hart vom alten Schlag wie Bösemann. Und nicht jeder muss wie er sein. Ja, nee, dann saß er halt am Handy da. Natürlich, es ist kein Zeichen des Respekts. Und ich würde es auch als respektlos empfinden, wenn ich reinkomme und ich nicht vernünftig begrüßt werden würde und jemand am Handy sitzt die ganze Zeit. Aber ob ich dann den Tisch gegen ihn schlagen würde, ist wiederum die andere Sache. Aber es geht hier gerade nur darum, saß er da mit einem Handy in der Hand oder nicht? So, das kann man doch in den Aufnahmen nachgucken. GMC hat das doch mit Sicherheit aufgenommen. Hä? Ohne jegliche Moralvorstellung. Also der Typ hat keine Moral. Das, was er hier von sich gibt, ist absolut unterste Ritze. Unterste Ritze. Ich komme oben rein in diesen Raum mit dem langen Tisch, okay? Und da sitzt er da wie so eine kleine Fotze mit seinem Handy, die mit ihren Liebschaften rumschreiben soll. Nein, ich liebe dich. Hat da irgendwelche Sprachnachrichten hin und her geschickt. Keine Ahnung was. Und ich denke mir, hey, was läuft hier für ein Scheiß mit dem? Meint der Typ das ernst? Meint er das ernst, was er da abzieht? Oder ist es nur so, oder ist es, keine Ahnung, worauf will der hinaus? Ich habe gar keinen Bock, mir den Scheiß weiter anzugucken, weil ab jetzt, ich weiß nur, dass nur noch gelogen wird. Diesem Typ kann man nicht glauben. Diesem Typ kann man, ich glaube dem kein Wort mehr. Das war's. Ja, ihr seht, es ist nicht ganz so friedlich abgelaufen, wie man es vielleicht erwartet hätte. Und das ganze Ding schaukelt sich gerade hoch. Der gute alte Manuelsen hat diesbezüglich auch nochmal was hochgeladen. Okay, böse Mann. Guck mal, es tut mir leid, dass sich das in ein sehr unsympathisches Licht gerückt hat. Aber ich habe sicherlich nicht gelogen. Du Schlaumeier, du bist hier hoffentlich im Klaren darüber, dass wir gefilmt wurden und dass das Video auch eines Tages rauskommen wird, okay? Mhm. Wenn es Leute ja sehen. Zweitens, dreckigen Pisser kannst du irgendwen von deinen Leuten nennen und nicht mich, okay? An deiner Stelle würde ich dir auch mal sagen, hör auf so viel zu quatschen, Bruder, ne? Hör auf so viel zu quatschen. Wir klären das einfach am 6. Mai und dann ist das Thema gut, okay? Hör einfach auf zu quatschen. Du bist einfach ein respektloser Höhlenmensch, ne? Du hast keinen Anstand, so, du hast keinen Adab, ne? Du hast einfach keinen Respekt. Du bist ein Höhlenmensch, okay? Find dich einfach damit ab. Das ist halt nun mal einfach so. Erzähl's rum, ich habe mich von hinten an dich rangeschlichen, um dich zu begrüßen. Was ist das denn für eine Aussage? Ich habe mich von hinten an dich rangeschlichen, um dich zu begrüßen. Ich hätte außen rum gehen können. Komm, guck mal, ich weiß. Guck mal, du bist zum Treffen sowieso zu spät gekommen, weil du die Nacht durchgemacht hast, ne? Wahrscheinlich hast du ein bisschen, ich weiß nicht, die Nacht durchgemacht halt, ne? Was soll ich sagen? Wie ist provokant? Ich kenne so Menschen und ich halte mich deshalb auch fern von so Leuten. Guck mal, bau dich hier auf mich nicht auf, als ob du hier der große Ehrenmann bist oder der große, vernünftige Typ, auf dem das große Vorbild, ne? Du bist ein Kackvogel, ne? Und da bleibt's auch. Und guck mal, quatsch einfach nicht so viel. Geh lieber zum Training und feier nicht so viel, okay? Ganz einfach. Spinner, Alter. Ich schwör's dir. Was sind das für Insta-Stories? Fängt dir an rumzusetzen. Willst du die Gunst des Publikums kriegen und zeigen, was für ein vorbildlicher Typ du bist? Bruder, guck mal. Ich hab sowieso keinen Bock auf diesen Tantana. Okay? Auf diese Veranstaltung. Ich hab eh keinen Bock darauf. Okay? Der einzige Grund, warum ich das mache, ist, damit ich dir in die Fresse hauen kann. Das ist der einzige Grund. Okay? Deswegen spar dir das ganze Theater. Spar dir das ganze Drumrum. Spar dir die Streams und spar dir die Politikmacher im Internet, ne? Komm einfach an dem Tag dahin und dann gucken wir. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache, deswegen quatsch nicht so viel, okay? Quatsch nicht so viel. Und ich werde mir übersetzen lassen, was du da auf Albanisch geflucht hast, ne? Und den wirst du auch dann entsprechend zurückkriegen. Ich habe dir vor Ort schon gezeigt, dass du mit mir und den Ruhrgebietern nicht ficken kannst. Du kannst mit uns nicht ficken. Wenn du frech wirst, gibt's direkt Attacke, okay? Behandle mit Respekt, sonst kriegst du kein Gesicht, du Schwanz, du, okay? Hast du verstanden? Ganz einfach. Rede nicht so viel. Opfer, was du bist. Du bist ein Opfer. Seh das ein. Du bist ein Opfer. Ich hab's in deinen Augen gesehen, was für ein Opfer du bist. Du bist ein Opfer. Und die ganzen Geschichten aus deiner Hut, die ich kenne von Leuten, ne, haben sich bewahrheitet. Ich hab's in deinen Augen gesehen. Du bist ein Opfer. Und ich knall dich weg, mein Freund. Okay, es schaukelt sich sehr, sehr weit hoch. Ich hoffe, dass es an dem Abend nicht knallen wird, denn ich hatte vor, dahin zu gehen. Ganz einfach. Quatsch nicht viel. Komm mit Jan und Benim. Lass uns eines festhalten. Ich kann perfekt ohne euch. Ihr könnt aber nicht ohne mich. Solange wir uns darüber einig sind, könnt ihr kritisieren, Distracts schreiben, Ansagen machen und so weiter. Ich hab euch 20 Mal schon angebettelt, mich zu canceln, aber ihr könnt nicht, weil ich das Zentrum eures namenlosen Lebens bin. Ich bin eure Luft zum Atmen. Ich halte euch am Leben. Ich bin euer Leben. Gut so. Macht weiter. Wahrheit, Junge, Wahrheit. Hast du überhaupt ein Gesicht? Talaone, Büsermann.
Ja? Ja, böse. Du hast genau bis heute um 12 Uhr Zeit, ne, dich zu entschuldigen für diese Worte. Ne? Guck mal, nur weil ich nicht ein ehrenloser Köter bin, wie du es bist, ne, fängst du dir die Worte jetzt noch nicht zurück. Okay? Fängst du dir die Worte noch nicht zurück. Ich schwöre auf meine Mutter, du hast bis 12 Uhr Zeit, dich zu entschuldigen dafür. Okay? Boxkampf Entertainment ist eine Sache. Diese Sache werde ich mir von dir nicht fangen. Okay? Du hast genau 2,5 Stunden Zeit, dich zu entschuldigen dafür. Wenn du dich nicht entschuldigst, ne, Wayatul Quran, du wirst sehen. Ich schwöre auf meine Mutter, du wirst sehen. Du hast, guck mal, ruf niemanden an. Ruf mich an. Du hast bis 12 Uhr Zeit, dich zu entschuldigen. Wenn du dich nicht entschuldigst, dann wirst du es bereuen. Ich schwöre bei Gott. Hey GMC, ich distanziere mich von Bösemann als sportlichen Gegner. Ich werde kämpfen, weil das die einzige Chance ist, diesem Köter die Fresse einzuschlagen, ohne Anzeigen zu bekommen. Ich möchte mich von jedem Content gerne freistellen lassen. Ich lasse meine ehrenhafte Mutter nicht beleidigen von einem dahergelaufenen Köter. 6.5. und nicht mehr. Also meine Freunde, wir haben 12 Uhr. Wir haben nichts von Bösemann gehört. Guck mal, ich werde dir jetzt sagen, was jetzt läuft. Okay? Du sagst Chinonen-Chi auf Manuelsen. Ja? Da Chinonen auf Manuelsen sagst du? Okay, pass auf, ich sag dir was. Ich habe mit sehr vielen deiner angeblichen Landsmänner geredet. Okay? Jetzt, in diesen 2 Stunden. Ich sag dir was. Du bist kein Albaner. Du bist kein Albaner. Okay? Nicht ich sag das. Albaner sagen mir das. Oha. Du bist kein Albaner. Und nur, weil ich nicht Bella Sharaf bin, so wie du es bist, ne? Weil ich nicht ehrenlos bin, wie du es bist, mache ich nicht Menschen, die du liebst, zum Tretball jetzt im Internet. Okay? Ich habe mit dir bis zum 6. Mai nichts mehr zu reden. Ich werde an nichts mehr teilnehmen. Ich werde kein Content mehr mit dir machen. Du bist tot, okay? Du bist tot für mich, okay? Du bist kein Mann. Du bist kein Mann und du bist kein Albaner, okay? Am 6. Mai, ne, werde ich dir so in die Fresse hauen, dass du vergisst, ob du Männlein oder Weiblein bist, okay? Es wird auch danach kein Shake Hands geben. Ich shake mit dir nicht Hands. Es wird auch vor dem Kampf keine Shake Hands geben. Wenn der Ringrichter das Ding freigibt, nimm sofort deine Fäuste hoch. Ich werde mit dir kein Shake Hands machen. Leute, die meine Familie beleidigen, mit denen gibt es kein Shake Hands. Ich werde dir so in die Fresse hauen, ne, dass du vergisst, aus welchem Land du kommst. Okay? Merk dir das Gesicht ganz genau. Es gibt gar nichts mehr zu reden. Und auch die ganzen Leute, die sagen, Kinderei, dies, das. Nein, das ist purer Ernst. Purer Ernst. Ich werde Bösemann ficken. Ich werde ihn ficken. Also mach dich bereit. Mach dich bereit. Ruf auch nicht meine Leute an und sag, ey, was sagt der Manuel da? Das geht zu weit. Ruf niemanden an. Okay? Ruf niemanden an. Keiner, den du anrufst, wird mich umstimmen können. Ich sag dir das direkt. Und seh zu, dass du mir vor dem 6.5. nicht in die Quere kommst. Ich sag dir das direkt. Dieses Showdown war eine Sache. Ein zweites Mal lasse ich damit nicht durchkommen. Wenn du mir vor dem 6.5. vor die Röhre kommst, knall ich dich direkt weg, nur damit du das weißt. Okay, du hast einen Schritt zu weit gemacht. So Spielchen kannst du mit irgendwelchen anderen Rapper machen. Mit Manuel machst du diese Scheiße nicht. Hast du mich verstanden, du Köter? So, komm am 6. dann nach Gelsenkirchen, ne? Und bete, dass du auf einer Bahre aus dem Ring rauskommst. Okay? Bete, okay? Ja, Freunde, ihr seht, die Stimmung war sehr angeheizt und ist immer noch sehr angeheizt. Das Ding hätte sich in eine freundschaftliche Richtung entwickeln können, aber dadurch, dass beide wirklich sehr harte Sturköpfe sind, hat es sich in eine negative Richtung entwickelt. Hoffen wir, dass es zum Kampf kommen wird. Hoffen wir, dass der Kampf nicht zuvor abgebrochen wird, weil es da wieder irgendeine Eskalation gibt. Es ist sehr, sehr viel Emotion mit dabei. Ihr wisst, ich verstehe mich mit beiden eigentlich sehr, sehr gut. Ich finde es sehr schade, dass es so weit gekommen ist. Sollte Bösemann ihn da wirklich seine Mutter beleidigt haben, ich weiß jetzt nicht genau, was diese Wörter, die da genannt wurden, bedeuten, dann ist es natürlich absolut die falsche Art und Weise, an das Ganze ranzugehen. Ich meine, dafür, für so etwas, eine Beleidigung gegen die Mutter, kann man sich auch mal entschuldigen, ohne sein Gesicht zu verlieren. Ihr wisst, wie meine Meinung dazu ist, das ist ein absolutes No-Go. Dass Manuel so aus der Haut gefahren ist, kann ich auch nachvollziehen. Nichtsdestotrotz dürfen die beiden nicht vergessen, dass die sich dazu bereit erklärt hatten, das Ganze sportlich zu klären. Und so sieht es nicht sportlich aus. Also das ist nicht der sportliche Weg, den man so einschlagen sollte. Aber das ist nur meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns am nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mottag.